Und wieder einmal beginnt mein Tag mit einem leckeren, wunderbaren Smoothie. Und hier habe ich wieder meinen Lieblingsblattspinat. Und warum ich den eigentlich immer dabei habe, ist, weil er so viele Antioxidantien hat. Und das kann ich eben das ganze Jahr auch kaufen. Schützt uns vor Hautalterung und vor allgemeiner Alterung. Und auch wenn man ein Risiko hat für Diabetes und Krebserkrankungen, dann kann das wirklich helfen zu reduzieren. Außerdem ist auch Spinat sehr reich an Carotinoiden. Und die fördern ja allgemein die Gesundheit und auch die Gesundheit unserer Augen. Was haben wir dann noch drin? Natürlich wieder Ingwer, sehr, sehr blutreinigend und entzündungshemmend, Blaubeeren und diesmal Kokosmilch, diesmal ohne Banane, ja. So cremig sieht die aus und davon habe ich jetzt ungefähr 100 Milliliter dazugegeben. Und die Kokosmilch ist sehr, sehr fettreich. Man sieht es da, also 18 Gramm auf 100 Gramm sind eben Fett, aber gesundes Fett und gutes Fett. Dann haben wir hier noch Gerstengras, ich habe meine Vitamin B12 Tropfen drin. Dann habe ich noch mein Vitamin C Pulver drin. Das, was ich aktuell nehme, ist OPC. Ja, kennt ihr OPC? Das ist Traubenkernextrakt und ist ein natürlicher Blutverdünner. Ja, keine Sorge, Blutverdünner ist nicht schlecht, denn wenn unser Blut richtig dünn ist, dann kommt es eben überall in die feinsten Arterien und Kapillare von unserem Körper. Und OPC in Kombination mit Vitamin C vervielfacht auch noch mal die Wirkung, ja, und das ist natürlich im Smoothie eine reine Bombe. Und hier ist er also fertig, mein Black Smoothie oder Dark Smoothie. Und dann mache ich das Ganze aus, schütte das in mein Gefäß. Ja, ich liebe das zurzeit, das wirklich zu trinken. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und das, was ich dann noch dazu gebe, ist ein bisschen was von wieder einem gesunden Fett. Und zwar aber diesmal ein Algenöl, ein Omega-3-Algenöl. Ja? Und dieses hier hat ein super Verhältnis von DHA, EPA und DPA. Super Kombination von den Nährstoffen. Und das gebe ich mir einfach so drüber. Ja? Also viele sagen immer, Mensch, Lana, du isst zu wenig am Tag. Ja, aber ich esse halt auch das Richtige. Ich schaue immer, dass ich genügend Fette bekomme. Und ich bin absolut nicht im Kaloriendefizit. Sonst würde ich ja über die Jahre abnehmen. Aber ich halte mein Gewicht mit Leichtigkeit und das ermöglichen mir eben unter anderem auch gesunde Fette. In diesem Sinne, guten Appetit! Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Full Day of Eating von mir. Ja, ich bin schon in voller Montur und gerade auf dem Sprung. Ich habe einen ganz, ganz wichtigen Termin heute. Was das genau ist, das werdet ihr mit der Zeit erfahren. Ich freue mich, sehr. Und nehme euch heute mit, was ich den ganzen Tag so esse. Ich hatte heute Morgen schon einen Smoothie, den zeige ich euch gleich. Das ist jetzt 15:22 Uhr oder beziehungsweise ihr habt den wahrscheinlich schon gesehen, weil ich hatte ihn ja schon. Und ansonsten bin ich zurzeit richtig fleißig am Arbeiten, ja. Also die Coachings werden immer mehr und ich freue mich wirklich über jedes Mädchen, über jede Frau, die sich an die Hand führen lässt und die auch etwas verändern will in ihrem Leben. Und jetzt ist halt einfach die beste Zeit, ja. Es ist die beste Zeit, es ist nämlich kurz vor Sommer und es ist genau der richtige Zeitpunkt, um noch bis zum Sommer sich wohlzufühlen. Und mir geht es gar nicht darum, irgendwie eine Bikini-Figur zu haben und ja, da anzugeben oder wie auch immer. Es geht einfach darum, dass der Sommer ein schöner Ansporn ist, in deine Wohlfühlfigur zu kommen, sodass du dich wirklich auch im Sommer mit Leichtigkeit kleiden kannst, nicht überlegen musst, ob du jetzt irgendwelche Kompressionsunterwäsche trägst oder irgendwas, was dich einengt, sondern luftige Sachen tragen kannst und dich einfach, und das ist mir vor allem wichtig, wohlfühlen kannst. Ja, es geht nicht darum, einen Schlankheitswahn nachzueifern, sondern es geht einfach darum, für jeden Menschen ja, in seine Form zu kommen, wo er sich wohlfühlt. Ja, und es mögen vielleicht für den einen 2 Kilo mehr sein, für den anderen 2 Kilo weniger, für den einen 10 Kilo mehr, für den anderen 10 Kilo weniger. Ja. Weil im Grunde wissen wir alle, was unser Wohlfühlgewicht ist. Das ist meistens das, was man vor Jahren oder vor Monaten gewogen hat. Und da hat man sich wohlgefühlt und da hat man eine Leichtigkeit verspürt. Und da gilt es, langfristig wieder hinzukommen. Und zwar nicht durch irgendeine Diät, die danach wieder im Jojo-Effekt landet und dann sitzt du wieder genauso da, sondern für immer. Für immer. Schau dir gerne meine YouTube-Videos an. Vor 1, 2, 3, 4 Jahren. Ich habe meine Form bis jetzt. Es ist mega, mega leicht und ich ja, habe für mich einfach damals beschlossen, nie wieder eine Diät zu machen und habe da einen Kontrakt mit mir selbst geschlossen.
Und wie ich das gemacht habe und warum ich das so wichtig finde und was es für einen alternativen Weg gibt, das ist halt das, worauf ich mich spezialisiert habe und wo ich gerne auch dir helfen kann, wenn du denn möchtest. Ja? Deswegen bewerb dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch, wenn du möchtest. Wie gesagt, ich spreche das jetzt nur an, weil gerade der absolut beste Zeitpunkt ist, um durchzustarten. Und ich schreibe dir gerne den Link in der Infobox rein. Und wenn du dich ein bisschen angesprochen fühlst, ja, dann hör dir das unverbindlich an und lass dich einmal kostenlos beraten und schau einfach, ob das überhaupt was für dich wäre. Aber wenn du dich schon angesprochen fühlst, dann ist das eine Baustelle, die du wahrscheinlich schon seit längerem mit dir trägst. Ja, und wenn du mich fragst, sollten wir alle nicht vor Problemen weglaufen? Ich weiß, es ist manchmal einfacher, die Augen zuzumachen. Mache ich auch ab und zu. Aber nie länger als ein paar Tage oder wenn es was Großes ist, ein paar Wochen. Ich stelle mich dem, weil es nichts bringt, Angst zu haben. Man muss immer durch die Angst, damit sie verschwindet. Man kann nicht weg. Sie kommt nämlich immer wieder. Vor allem, wenn du in der Stille bist, alleine bist, dann hast du eigentlich immer diese Gedanken. Da ist eigentlich noch eine Baustelle. Also kümmere dich um die Baustelle, wenn du sie denn hast. Ich freue mich auf dich. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem weiteren Full Day of Eating. Sendet euch ganz, ganz liebe Grüße. Macht's gut, ciao. Eure Lana. Und hier haben wir eine super leckere Zwischenmahlzeit, ja. Hier habe ich einmal eben Granatapfel geschält, ich habe eine halbe Banane reingeschnipselt und das Ganze auf Basis unten von meinem Lieblings-Activia-Soja-Joghurt, alles Natur und natürlich ohne Zucker, mit gesunden Darmbakterien und getoppt mit Kokosflocken. Und das ist wirklich so, so süß, da braucht es gar keinen Zucker mehr. Man hat hier wieder die gesunden Fette, man hat Protein durch den Soja-Joghurt und man hat natürlich ganz, ganz viel Vitaminvielfalt durch das Obst. Und zum Abendessen war dann die ganze Family bei Mutti eingeladen. Und Mutti ist so, so gut schon geworden im veganen Leben, sage ich jetzt mal. Sie macht einfach ganz viele Salate und das ist so toll. Hier habe ich also ein paar Kartoffeln. Ich habe eingelegte Pilze mit Zwiebeln. Es gibt hier einen Rucola-Tomatensalat mit Paprika, Gurke und dann gibt es noch einen Rotkohl-Karottensalat mit Granatäpfeln auch drin. Also es ist einfach eine Geschmacksexplosion gewesen. Und für die anderen gab es dann auch noch Fleisch dazu. Das ist ja alles auch gar kein Problem. Jeder kann das essen, was er möchte. Ich bin da komplett offen und mache niemandem am Tisch ein schlechtes Gewissen oder sonstiges. Überhaupt nicht. Jeder kann das essen, was er möchte, was ihm schmeckt. Und für mich, wie ihr seht, ist auch immer genug dabei. Und ich hatte davon auch zwei Teller. Weil der Vorteil ist ja, wenn man auf Ungesundes verzichtet und ja nicht das frittierte Fett isst oder das gebratene Fleisch, dann kann man halt mehr von den anderen Leckereien verzehren. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen inspirieren und wieder mal mitnehmen. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße. Fühlt euch gedrückt. Macht's gut. Ciao. Eure Lana.